Hallo Leute, es geht endlich weiter mit Cursory, der böse Mann und der schwarze Kater. Hallo! Tut mir ein bisschen leid, dass es jetzt erst weitergeht. Manchmal war ich am Wochenende nicht da oder hatte wenig Zeit oder anderen Stress. Und deswegen geht es jetzt erst weiter. Und das ist ja auch gut so, denn ich spiele ein Spiel ja eigentlich immer zu Ende. Also ich hoffe, ihr seid nicht ganz so doll raus wie ich und wir finden schon die Mädels, die hier verschwunden waren. Darum ging es ja irgendwie, dass wir die verlorenen Mädels wieder befreien wollen. Und wir sind an diesem seltsamen Ort namens Silvery Coral zuletzt angelangt. Und hier geht es jetzt einfach mal weiter. Meißel... Oh, ich sollte den Timer vielleicht aufmachen. So, der Timer ist wieder an. Meißel, Frauenrelief und... Stock. So, jetzt gucke ich mich nochmal um. Dein Traum wird wahr. Bestelle die Nachbildung des Verlobungsrings, den der Graf dem einfachen Mädchen gegeben hat. So, da fehlte noch eine Figur. Mhm. Was anderes ist hier aber nicht mehr. Dann war hier noch der Brunnen. Korallensäume im Brunnenschacht wie ein farbenfrohes Gebinde. Ist hier sonst nichts? Nein. Hier waren wir auch zuletzt drinne. Ich hole mir mal einen Tipp, weil ich gar nicht weiß, wohin. Achso, wir sollen da jetzt... Achso, wir sollen das Relief reintun. Dann kommen wir an einen Ort, wo wir tatsächlich dann noch nicht waren. Das ist gut. Gehen wir mal rein. Hier waren wir noch nicht. Ach, spannend, schön. Der Laden hat sogar mal ein Geschenk-Verpackungsservice angeboten. Zu schade, dass ihnen die Feuchtigkeit so zugesetzt hat. Was haben wir jetzt bekommen? Eine Zange. Aha, hier ist auch noch was. Feuchte Werbeplakate für eine reiche Auswahl an Produkten. Der Besitzer wusste auf jeden Fall, wie man einen Laden führt. Was haben wir hier Schönes? Werbung für einen Dreizack. Gegen den haben lästige Kraken garantiert keine Chance. Also sollen wir uns jetzt einen bauen oder finden? Tank verstopft das Schlüsselloch. Tank verstopft das Schlüsselloch. Ich brauche etwas, um ihn rauszuholen. Vielleicht mit dem Meißel? Der Zange? Wieso kann er denn nicht mit der Zange? Oder eher sie? Hm. Hier haben wir eine Zeitung. Der Graf hält um die Hand eines einfachen Mädchens an. Ja, ja, dieser komische Graf wieder. Was ist hier auf dem Tisch? Die Tisch ist mit Geldstücken übersät. Da muss jemand eine Glückssträhne gehabt haben. Ich muss eine Schicht Seepocken wegkratzen, bevor ich die Schublade öffnen kann. Wurde da etwa etwas in die Muscheln gegossen? Warte mal, mit dem Meißel bestimmt. Nee, komm, nimm mal den Meißel. Babams. So. Yay. Ah, da ist die Figur. Und noch mehr. 12. Januar 1779. Unglaublich. Der Graf stürmte herein und nahm Cheryl mit sich. Eigentlich hatte ich befürchtet, dass der Laden ohne sie in finanzielle Not gerät, aber der Graf hat den Verlust mit einem Haufen Geld ausgeglichen. Okay, einfach mal mitgenommen. Einfach mal mitgenommen, das Mädel. Eine antike Kuckucksuhr, schade, dass sie nicht mehr geht. Wo ist denn hier dieses Dämonenobjekt oder wie die nochmal hießen? Ach, ich gehe mal raus und rein. Bewegt sich irgendwas hier? Sie bewegen sich doch immer hier, diese Geschichten. Da, hinter mir. Yay! Okay, 12 von 20. Sehr schön. Dann haben wir das. Dann kann ich da ja die letzte Puppe hinpacken. Und dann kriegen wir ein neues Spielchen. Die Quadrate und Sterne lassen sich so verschieben, dass sie mit dem Bild eines Freundes übereinstimmen. Mit dem Bild eines Freundes. Natürlich. Warte, dann haben wir eine Katze und die... Was? Hat doch einen Baum neben sie oder einen Vogel vielleicht? Hier, Katze, Maus. Was fehlt da? Vielleicht der Käse oder was? Ein Vogel. Vogel und Maus. Nicht? Hm. Was würde denn noch passen? Dass sie einfach draußen sitzt vielleicht? So, ich finde die Maus gut. Check ich nicht. Dann nehmen wir was anderes. Nehmen wir mal den Hund. Der könnte auch schön dran. Da Knochen. Das muss stimmen. Und ein Baum. Ein Baum will er nicht. Was willst du denn? Muss ich vielleicht mit irgendwas anfangen? Weil hier ist... Guck mal, da hinten ist er sogar. Ach so, der Ast. Da oben wird es angezeigt. Ja, dann nehmen wir den Ast dazu. Komm. So. Und jetzt? Knochen, Hund, Zweig. Alles da.
Die Quadrate und Sterne lassen sich so verschieben, dass sie mit dem Bild eines Freundes übereinstimmen. Warum geht jetzt hier nirgendwo ein Türchen auf? Wieso ist das falsch? Nimm den doofen Knochen. Hä? Jetzt doch? Okay. Dann mache ich erstmal immer die Mitte. Anscheinend funktioniert es dann besser. Und jetzt der Vogel. Wusste ich's doch. So. Das war's doch schon wieder. Jetzt... Hä? Also mal klappt's mal nicht. So, jetzt kommt das Schaf. Nicht schon das Schaf, aber ein anderes Schaf. Da soll ein Schmetterling sein. Warte, den hatten wir hier. Schmetterling, Schmetterling. Und Blumen vielleicht oder so? Was soll da jetzt hin? Blumen. So. Wo ist das Schaf? Schaf. Da. Schaf. Juhu. So, da geht das Schaffenster auf. Jetzt kommt das Kanickel. Da ist das Kanickel. Der kriegt auf jeden Fall eine Möhre und irgendwas mit Nacht oder Stern oder Salat. Salat, da haben wir es doch schon. Funktioniere. Funktioniere. Ist das vielleicht, warte mal. Ich sehe jetzt erst, dass dahinter ja der Hintergrund stimmen muss. Oh, warte mal. Nämlich die Sterne. Deswegen funktioniert das jetzt erst. Ja, okay. Habe ich am Ende des Rätsels dann doch gecheckt. Sterne, Mond und so. Also die Tageszeit musste angepasst werden. Okay. Rehschlüssel. Rehschlüssel, Rehschlüssel, Rehschlüssel. Der Laden wurde verwüstet. Oha. Sogar die Leiter ist kaputt. Gut, dass ich nicht da war, als das passiert ist. Eine antike Kuckucksuhr. Schade, dass sie nicht mehr geht. Schlicht gemusterte Teller, ziemlich gewöhnlich, aber immer noch einsetzbar. Was ist denn jetzt hier noch? Nenü? Die ganzen Körbe am Boden, da war aber jemand zornig. Vielleicht der schwarze Kater? Wahrscheinlich. Guck, hier sind jetzt auch Kratzspuren. So, das stopft das Loch. Jetzt hol das doch mal raus mit der Zange. Warte mal, da eine Werbe. Mit der Zange. Ah. Zwischen der Seeanemone und den Seepocken ist was. Das war die Eseltafel. Den verscheuchen wir nur anscheinend mit dem Dreizack oder so. Hier, da können wir den Stern einsetzen. Prima. Was haben wir bekommen? Eine Haarnadel. So, da ist der Liebesbrief noch von damals. Ja, Karren und so. Esel mit Geschirr. Offensichtlich wird schon Karren gespannt. Was sind Hana, ihre Eseltafel? So, pack da den Eseltafel einfach rein damit. Da oben in der Ecke ist eine kleine Nische mit einem Bett. Offensichtlich hat dort jemand gelebt. Können wir hier irgendwie dich mal vergraulen mit einer Nadel oder einem Stock oder so? Wahrscheinlich eher nicht. Dann muss doch da drinnen jetzt irgendwas sein. Wenn er jetzt Rumpf verwüstet hat. Also doch da. Ja, aber was denn? Soll ich da vielleicht, soll ich das mit der Nadel da rauspulen? Ach so, okay. Dann den Rehschlüssel rein. Mit einer Nadel ging es dann doch. Lederhandschuh. Und da ist der sagenumwobene Dreizack. Und, nichts mehr, wenn ich das richtig sehe. Nein, hier ist jetzt nichts mehr. Dann können wir den ja jetzt verscheuchen. Geh weg. Wurde der jetzt echt einfach aufgestochen? Das ist nicht so geil. Eseltafel. So. Ein Schrei, das war René. Aber da war doch noch was drin. Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Let me go! Look who's here to rescue you. Allow me to reward you for your persistence. Don't look so frightened, my dear. I'm merely taking you on a tour of this village before our wedding. It was Cheryl's favorite place.
Das Dach ist eingestürzt, ich sitze fest. Ja, toll. Können wir hier oben dann irgendwas machen? Dank der eingestürzten Balken komme ich wenigstens an die verschlossene Tür. Jetzt brauche ich nur noch einen Schlüssel. Dachschlüssel. Einfach mal alles zusammengestürzt. Wenn ich schreien würde, wäre oben nur ein verhallendes Echo zu hören. Das war ganz schön knapp. Hoffentlich war da drinnen jetzt nicht noch so ein blödes Objekt. Der Stall ist zerstört. Gut, dass ich nicht mehr drinne bin. Dann gehen wir da halt mal rein. Das Kaffee- und Teesortiment riecht nur noch nach Nässe und Algen. Cheryl hat diese Windmühle geliebt. Sie steht für unsere glückliche gemeinsame Zeit. Sollte das Mädchen, das ich finde, die richtige sein, werden die Erinnerungen zurückkommen. Was hat er denn bloß mit diesen fremden Mädels? Das bringt doch seine Uschi auch nicht wieder. Soll mal die in Ruhe lassen. Die können doch gar nichts dafür. Wenn wir jetzt einfach gehen... Vielleicht können wir das jetzt irgendwie mit dem Stock hier oder so... giftige Algen, Fuchsedelstein, den Lederhandschuhen. Ah. Was haben wir jetzt hier? Gedenktafel und... Mädchenfigur. Die Gesichtszüge sind zwar noch erkennbar, aber die Konturen sehen aus wie die des bösen Mannes. Na, das war doch wohl klar. Okay, den haben wir irgendwie befreit. Die Kiste ist mit einem Ledergurt befestigt. Den muss ich erstmal durchschneiden. Aber das kriegst du bestimmt mit dem Stock so nicht einfach hin. Was stand da nochmal? Du hast diesen Ort zum Leben erweckt. Unsere Trauer, dich verloren zu haben, kennt keine Grenzen. Dein Geist soll für immer in unseren Herzen sein. Von den Menschen in Silvery Call, die dich lieben. Also alle haben dann noch um die getrauert. Wo geht's jetzt hin? Wir sollen wieder raus. Okay, ich glaube, ich brauche mal einfach die Karte. Blob, blob. Die hatten wir ja zur Hilfe. So, da ist was zum Wimmeln. Das ist schön. Das ist auch immer irgendwie angenehm, wenn man dann eine Weile nicht gespielt hat, erstmal wieder zu wimmeln. Dann kommt man auf jeden Fall wieder rein. So, ich nehme mal alles mit, was hier wieder so aussieht, ne? Kennen wir ja schon. So, das kann man schon auch mitnehmen. Und das da und das da. Das da vielleicht? Nein. Blumen sollen es werden. Die da. Und eine so eine Orchideenblüte oder so. Und jetzt noch der Mond. So ein Mondemblem. Da, hinter mir. Glockenblumenornament haben wir uns gebaut. Aufgabe aktualisiert. Das ist schön. Das haben wir geschafft. Da ist nichts mehr. Wir haben immer noch was zu tun, aber ich gehe trotzdem mal hier hin. Da können wir das Fuchsdings reintun. Das ist gut. Was kriegen wir? Guck mal, damit können wir bestimmt nochmal nach unten ins Wasser und diese Algen durchschneiden. Da. Ja, toll. Jetzt haben wir was zum Schnibbeln. Zack, zack. Dafür kriegen wir ein Stück Windmühle anscheinend. Ja, Windmühle und Messing-Einhorn. Okay. Dann geht es jetzt wieder zurück. Da können wir was einsetzen. Vielleicht ist es Glocken. Nee, die Gedenktafel. Nein, auch nicht. Das Pferd. Die Windmühle. Was bleibt noch übrig? Die Statue. Die Gedenktafel, komm. Ich muss was anderes versuchen. Cheryl und Madame Girards Grocery 1778. Keine Ahnung. Okay, das ist es nicht. Das will nicht. Was dann? Ach hier, das hatten wir noch nicht eingesammelt. Kieselstein mit Stock. Ja, das ist wichtig. Der Kieselstein. Das stimmt. Da fehlen zwei Schwäne. Die Schwäne haben wir nicht. Haben wir hier vielleicht was? Nein, das ist nur das zum Lesen nochmal. Hier. Hergestellt in Ehren. Die Windmühle. Die passt doch da gut hin. Ah. Siehe da. Kaum haben wir das gemacht. Jetzt können wir darüber. Die Öffnung ist zu groß, um darüber zu springen. Ich brauche eine Art Rampe. Ach so. Einen Stock kannst du nicht irgendwie zu Hilfe nehmen, ne? Wo soll es dann hingehen? Sind wir dann trotzdem richtig hier? Ja, sind wir. Oh, nein. Finde eine Möglichkeit wegen der Minenwiederaufbau. 1774 zu gedenken, wurde ein Modell der Windmühle angefertigt. Ja, was können wir denn dann jetzt hier nehmen? Wir haben doch nichts, oder? Diesen Stock, das ist doch komisch.
Auch eine Art Rampe? Keine Ahnung, kannst du was zusammen vielleicht bauen? Vielleicht ist hier irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe. Was zum Einsammeln oder so? Also da gehört ein Schwan rein, aber das ist es dann nicht. Dort schwimmt was im Wasser. Leider komme ich nicht ran. Ach, da kannst du mit dem Stock ran. Okay. Ah, und wieder so ein Stein. Und eine Handsäge. Vielleicht können wir uns jetzt was bauen als Rampe. Zum Beispiel aus diesen Brettern hier. Das Teil ist zu groß. Guck mal hier. Kein Problem. Wir sind ja selbstständig. Dann können wir jetzt uns da was bauen. Und jetzt können wir da auch rüber. I remember everything. You chased me to the cliff. Then I fell. I died because of you. Cheryl, I found you at last. Okay, der ist schuld. Wir kommen zurück an einem merkwürdigen Windmühlenort, anscheinend dem Ort, wo sie ja gerne waren. Ein Engel kniet feierlich beim Gedenkstein. Betet er oder spricht er seinen Segen? Ohne Inschrift ist dieser traurige Gedenkstein völlig unvollständig, aber wir haben zufällig sowas. Was steht denn jetzt hier? Der Graf von Morellus, großzügiger und treu ergebener Grundherr von Silvery Call, lebt in dem Schloss im Wald. Was haben wir dafür bekommen? Ein rechtes Schwanenemblem. Ach so. Okay. Ein leichtes Klopfen mit dem Stock hat die Kristalle vom Boden aufgewirbelt. Ah ja, okay. So, das sieht aus, als könnten wir hier dieses Blumendings reintun. Können wir auch. Dafür kriegen wir wieder was. Trauben und einen Nahtauftrenner. Eine alte Lebensmittelbestellung des Grafen. Die Ware sollte ins Schloss geliefert werden. Und die interessiert uns nicht. Alles egal? Okay. Was haben wir hier? In Gedenken an Cheryl, die wir von ganzem Herzen geliebt haben. Auch wenn der Graf ihre Seele und ihren Leib von uns genommen hat. Unsere Gedenken werden immer bei ihr sein. Mögen sie in Frieden ruhen. Möge sie, wenn schon zum einen. So jung und so hübsch, wohin des Weges? Großer Zweifel, die Kerze ist aus. Und die kleine Magd ist nicht zu Haus. Mit gezäumtem Hund und gesatteltem Schwein holt der Graf seine kleine Magd heim. Blind vor Liebe gibt er nicht acht und die kleine Magd stürzt in den Bach. Oje, wie traurig. Um romantisch zu sein, fehlen der Schmuckschatulle zwei Figürchen. Das ist schon mal eine. Da gehört sie wohl hin. Wenn ich jetzt einmal zurückgehe und wieder hin, sehe ich dann vielleicht eher dieses Objekt wieder. Denn im Moment sehe ich es nicht, aber es müsste eigentlich irgendwo sein. Also hier ist es nicht. Der Zahn der Zeit hat auch an dieser Windmühle genagt. Okay. Dank seines teuflischen Stocks ist der böse Mann schon wieder mit René entkommen. Tja, der Arsch. Immer kommt er, entkommt er. Okay, wir sind aber richtig hier. Hier gibt es wieder was zu tun. Wir können jetzt hier wahrscheinlich diesen Schwan einfach reinsetzen, aber fehlt noch der andere. Da soll es hingehen. Immer diese Katze, die dann auch mitgeht, finde ich sehr witzig. Laut Karte gibt es einen Fluchtweg durch die Brunnenanlage in seinem Garten. Ja, das hatten wir schon. Unser Grundherr, der Graf von Morellus, hat 1774 die Windmühle reparieren lassen. Ja, am Ende landen wir da in der Windmühle und da ist dann voll das Finale wahrscheinlich. Diese eisige, feuchte Lufthaut macht mir eine Gänsehaut. Können wir denn jetzt hier mal machen? Ach, da können die Trauben rein. Ah, und da ist der andere Schwan. Okay, das ist gut. Dann haben wir das ja geschafft. Dann können wir da den Schwan jetzt... nee, nicht hier, sondern da kommt der andere Schwan rein.
Dafür kriegen wir die andere Figur und was zum Lesen. 17. November 1777. Heute hat Blaze mir einen Ring überreicht. Aus Stroh geflochten und mich dann gefragt, ob ich einen armen Mann heiraten würde. Ich habe ihm gesagt, dass wahre Liebe mir viel mehr bedeutet als Reichtum. Er hat mir geschworen, dass er mir irgendwann einen richtigen Ring schenken wird. Dabei habe ich doch alles, was ich brauche. Das ist süß. Geht es nicht um Geld, sondern um etwas mehr. Wo war jetzt die andere Figur? Da. So, da sind die beiden. Dafür kriegen wir wieder was. Und zwar ein Schlossemblem und was zum Lesen wieder. 8. Juni 1778, meine geliebte Cheryl. Ich habe so lange auf dich gewartet, wie mir nur möglich war. Aber es gibt etwas Dringliches auf dem Schloss, um das ich mich kümmern muss. Ich hoffe, Madame Girard hat dich nicht davon abgehalten zu kommen. Glaub mir, ich mache mir ernsthaft Sorgen darüber, wie du in diesem Laden behandelt wirst. Ich weiß, dass du morgen wieder Auslieferungen machen musst. Ich werde im verborgenen Baumtunnel auf dich warten. Bitte komm, ich muss dich einfach sehen. In ewiger Liebe, Blaze. Oh, aber da ist bestimmt irgendwas passiert. Nicht, dass da diese eine, oder da, wo sie schlecht behandelt wurde, die irgendwas gemacht haben. Wo kann ich denn dieses Emblem jetzt mal benutzen? Das weiß ich gerade nicht. Dann gehen wir mal hier hin. Ach so, damit wir hier dann durchkommen. So, weg ist der Kater wieder. Tschüssi. Ist schon wieder diese Katze. Die hat Renés Schleife. Kommst du wohl zurück? Ja, anscheinend nicht so, ne? Kein Bock. Muss ja nicht sein. Ich wette, ich habe nicht alle Objekte gefunden. Das ist leider so. Und wir können hier wieder klingeln. Hallo. Ist hier jemand? Nein. Dann setzen wir das Schlossemblem ein. Und können wir spielen? Spinne im Netz, Häschen in der Grube und wo sind die anderen zu Hause? Ah, okay. Wie kann ich das machen? Also wir sollen jetzt die Biene wahrscheinlich machen. Aber die Biene ist in der Wabe, also das ist richtig. Der Fisch gehört aber eigentlich ins Wasser. Wie kann ich das irgendwie hier verschieben? So mache ich das, okay. Dann verschiebe ich die einfach mal. Erstmal weg hier. Warte mal, das mache ich anders. Pinguin, du musst da weg. Es tut mir leid, denn der Fisch muss dahin. So, schön, das stimmt schon mal. Da ist der Vogel. Dann bringen wir mal den Pinguin zum Eis. Ach so, jetzt ist das hier im Weg. Das ist natürlich doof. Das ist doof. Außerdem muss die Fledermaus auch noch raus. Nutzt nix. Das müssen wir nochmal umändern hier. So, die Fledermaus gehört die eh in die Höhle. Ach, das ist ja prima. Können wir das... Ich verschiebe das mal eben so. Es geht, glaube ich, schneller. So, der Vogel ist richtig. Aber ich muss das andersrum machen. Eigentlich... Wer gehört denn überhaupt ins Haus? Ach so, die Frau da unten. Die ist ja auch ganz doof. Ach, die Frau ist natürlich ganz doof. Was ist das hier? Eine Raupe? Gehört die da unten wahrscheinlich ins Laub, ne? Okay, und der Panda ist richtig. Aber du bist falsch hier. Oh Mann. Alles voll verkehrt und so. Ne, eigentlich wollte ich da so eine coole Taktik machen, aber es bringt es irgendwie nicht. Die Frau muss raus. Die Frau muss raus. Es ist einfach so. So, und kommt die Raupe. Die muss eh nach unten irgendwie mal so. Und das Eichhörnchen. Wie kriege ich das denn jetzt weg? Das gehört da ins Loch unten. Und die Frau. Die Frau, die Frau. Das bringt nichts. Das... So... Warte mal, das machen wir mal anders. So, dann kriegen wir die Frau da schon mal hin. Das ist doch gut. Die Frau gehört ins Haus. Die ist da zu Haus.
So, der Pinguin stimmt auch. Das ist doch schon mal was. Jetzt kommt's. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Kram hier hinkriegen. Da ist der Vogel. So, das erstmal so. Ist das Eichhörnchen hier? Ach so. So, der Vogel ins Nest. Schön. Jetzt nochmal einmal zurück, Raupe, und dann haben wir es. Weil Eichhörnchen muss auch nach Hause kommen. Eichhörnchen gehört da in seinen Bauch. Zack. Toll. Da kommen sie alle, die kleinen Tierchen erleuchten. Achso, wiederhole Muster, dass man dir zeigt und das Tor, um das Tor wird öffnen sich weit. Da war ein Pinguin. Raupe irgendwas, Panda. Panda-Raupe, weiß ich nicht. Pinguin. Pinguin-Fisch. Pinguin-Fisch-Panda. Pinguin-Fisch-Panda. Toll. Eichhörnchen. Fledermaus. Vogel. Raupe. Eichhörnchen, Fledermaus, Vogel, Raupe. Eichhörnchen. Fledermaus. Vogel. Raupe. Ist aber eine Biene gewesen. Das sollte ich dann doch nochmal... Ist das dasselbe? Eichhörnchen, Fledermaus, Vogel, Raupe. Okay, Eichhörnchen, Fledermaus, Vogel, Raupe. Eichhörnchen, Fledermaus, Vogel, Raupe, nicht Biene. Mag das nicht mit dem Merken. Pinguin. Pinguin, Panda, PP. Pinguin, Panda, Frau, Biene, Eichhörnchen. Pinguin, Panda... Jetzt fängt es schon wieder an, ne? Frau, Biene, Raupe, Biene, Fisch, Vogel. Frau. Und jetzt war, Biene, Biene, Fisch, Vogel. Ah, Biene ist sogar richtig noch gewesen. Was ist der Eichhörnchen, ne? Eichhörnchen. Gut, kriege ich hin. Oh, jetzt kommt noch einer. Das wird jetzt Katastrophe. Nein! Oh Gott. Noch eine Runde mehr wäre jetzt auch schlimm gewesen. Also, so sich Sachen merken ist gar nicht meins. Oh, es ist immer toll, wenn man das geschafft hat. So, schnell weg hier. Aufgabe aktualisiert, Tag 2. 2.30 Uhr. Oder so. Die Göttin sieht aus, als ob sie ein Gefäß in ihren leeren Armen hält. Ist das so? Was haben wir denn hier? Nimm mal erstmal den Löwen mit. Schloss des Grafen Morellos. Messinglöwe. Was haben wir hier? Die kunstvolle M-Gravur ist umgeben von den Abdrücken eines Rings, eines Stocks und einer Glocke. Glocke. Stock. Fehlt aber noch ein Kiesel. Da steckt was zwischen den Totenästen. Wie komme ich daran? Hier mit der Heckenschere. Da ist der letzte Stein. Zwei Nachtigallen warten auf die Rückkehr ihres verlorenen Gefährten. Ja, ach Mensch. Wo haben wir denn hier mal... Das Tor ist fest verschlossen. Ein Schlüsselloch gibt es nicht. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, es zu öffnen. Ja, vielleicht. Das könnte natürlich eine Falle sein. Aber was, wenn René wirklich darin ist? Ich sollte besser nachschauen. Im leeren Gefäß. Dü-dü-dü. Dann packen wir erstmal den Stein da rein. Und da kommt das nächste Spiel. Es war einmal ein Gentleman mit Hut und Stock, der seiner Liebsten Blumen brachte. Auch sie war eine echte Dame. Die beiden hatten eine Katze, die Mäuse und Vögel jagte und dann geduldig auf die Hochzeit wartete, auf das dort Fisch und Seemannsgarn serviert würden. Es war einmal ein Gentleman mit Hut und Stock. Okay, ein Gentleman mit Hut... und Stock. Hut und Stock. Es war einmal ein Gentleman mit Hut und Stock. Hut. Der seiner Liebsten Blumen brachte. Blumen. Auch sie war eine echte Blume und Dame. Guck mal, das stimmt. Irgendwie so. Die beiden hatten eine Katze, die Mäuse und Vögel jagte. Katze, Mäuse, Katze. Mäuse. Vögel.
verstehe ich irgendwie. Das ist doch zusammengehörig. Also der Text gibt doch ein bisschen vor, was zusammengehört. So die Steine. Und dann macht das Piu Piu. Und dann wechseln die aber wieder. Ach so. Guck mal, so, jetzt sind die zusammen verbunden. Dann ist die Dame ja aber ganz falsch hier. Die muss mal nach... So, was passt hier zusammen? Wir haben hier Gentleman mit Hut. Gentleman mit Hut. Vielleicht können wir die mal dahin packen. Oh, guck mal, jetzt sind die alle miteinander verbunden. Da ist irgendwas richtig. Dame, Gentleman. Was ist hier mit ihr am liebsten? Ach, sie war eine echte Dame. Da fehlen die Blumen zu ihr, ne? Die Verbindung zur Blume. Vielleicht machen wir mal ihn in die Mitte und sie dahin. Vielleicht klappt das am Ende besser. So, dann packen wir mal aus und Hut machen wir mal zu ihm hier. Das stimmt dann schon mal. Sie hat die Beine und geduldig auf die Hochzeit wartet. Hochzeit, 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 Hochzeit. Hier haben wir noch einen Schuh. Gentleman mit Hut und Stock. Na gut, dann wo ist der Stock? Da ist der Stock schon mal verbunden. Der seiner liebsten Blumen brachte. Sie hat die, hat sie die Blumen hier bei sich? Nö. Das ändern wir. Schau mal. Dann haben wir schon mal die Blumen da auch. Muss das mit ihm auch verbunden werden? Wir machen das mal. Jawohl. Also er ist jetzt auch verbunden. Guck mal, weil er bringt ihr die Blumen. So. Die beiden hatten eine Katze, die Mäuse und Vögel. Also beide haben eine Katze. Die ist jetzt hier die Mäuse und Vögel. Maus und Vogel. Und geduldig auf die Hochzeit wartete. Sie wartet auf die Hochzeit, die Katze jetzt? Oder? Guck mal, es ist doch ein Wollknäuel. Das würde doch auch passen, wenn wir das hier tauschen vielleicht. Haben wir's? Wir haben's. Direkt in die Höhle des Löwen oder lieber durch das andere Tor? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass wir hier noch gar kein so ein Objekt hatten irgendwie. Das wundert mich auch. Hm. Können wir nochmal zurück und rein? Ich will wissen, wo ist es? Da war's. Da war ein verfluchtes Objekt. Jetzt können wir auch nach rechts. Ach, was ist das hier für ein toller Ort? Der hin- und herschaukelnde Stuhl erinnert an Wärme und Mutterglück, selbst in dieser unheimlichen Umgebung. Da kriegen wir doch glatt eine Muschelvase geschenkt. 4. März 1778. Auf dem Weg zum Schloss habe ich einen kleinen Kater gefunden. Das arme Ding hat einen gebrochenen Schwanz und scheint Schmerzen zu haben. In den Laden konnte ich ihn natürlich nicht mitnehmen. Also hat Blaze angeboten, sich um ihn zu kümmern. Er scheint auch ganz vernarrt in den Kleinen zu sein. Ach so. Daher der Kater und so. Auf der Bühne sollen drei Marionetten einen schrägen Kinderreim aufführen. Okay, Mausmarionette. Okay, da ist schon mal ein Vieh drinne. Cursory. Ich habe hier überall Cursory gesehen. Ich frage mich, was das bedeutet. Vielleicht ist im Buch ein Hinweis versteckt, aber auf dem Deckel fehlt ein Ornament. Hm, das finden wir bestimmt noch. Was haben wir hier? Prisma. Ein Teddybär ist etwas eingenäht. Ich muss die Naht eintrennen. Haben wir zufällig. Dafür kriegen wir Pfotenanhänger. Der Korb und das Spielzeug waren wohl für eine Katze namens Pan gedacht. Aber der Korb sieht so gut wie unbenutzt aus. Ach so. Also heißt der Kater, der immer wegläuft, vielleicht Pan? Schöner Name für einen Kater. Das Holz ist altersschwach und vom Wasser beschädigt. Ich schätze, dass sie hier ihr Holz für den Winter gelagert haben. Irgendwo hier ist bestimmt noch ein Chamäleon. Oh, ich sag mal Chamäleon-Objekt. Ne? Ich bin so geschädigt von Dark Parables. Runtergekommener Schuppen. Komisch. Die Spuren deuten darauf hin, dass hier mal Menschen gelebt haben. Hm. Wo auch immer jetzt hier ein verfluchtes Objekt ist. Ich finde es vielleicht noch. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part von Cursory, der böse Mann und der schwarze Kater. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich immer über einen Daumen hoch. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Stopp!